Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem ersten Weekly Vlog. Ich bin jetzt noch hier am Frühstücken. Ja, die Challenge ist quasi heute beendet. Gestern war der letzte Tag. Ich bin mega gespannt auf die Ergebnisse vom Dommer und von natürlich allen anderen Teilnehmern. Ich habe ja jetzt schon mit F1 weitergemacht, 4 Tage zuvor. Wie gesagt, nicht ganz so streng. Also wir werden das eine lange Zeit wahrscheinlich machen. Aber nicht so streng, weil wie gesagt, es stehen mehrere Feierlichkeiten an und da wird natürlich mehrere Cheat-Days geben. Aber ein Cheat-Day muss ja auch nicht heißen, dass ich morgens aufstehe und direkt schon anfange, mir am besten Schokolade in den Mund zu stecken und um 0 Uhr damit aufhöre. Das kann ja auch heißen, dass man einfach, wie der Dommer das immer so schön sagt, einfach nur ein Cheat-Meal hat, das man dann am Geburtstag zu sich nimmt. Wie jetzt zum Beispiel am Geburtstag von meiner Tante haben wir das ja auch so gemacht. Ja, auf jeden Fall wird es am 12. Februar bis 15. Februar wieder unsere vier Tage Wellnessurlaub für unseren Körper geben. Also wir machen da wieder gemeinsam unser Körper-Leberreinigungsprogramm. Wir machen das seit Juni letzten Jahres jeden Monat, dass wir das unserem Körper gönnen. Also wir sind immer Dommer, Jessie und ich und dann natürlich die Leute, die noch mitmachen wollen. Zum Beispiel Angelo wollte auf jeden Fall schon mal nächsten Monat mitmachen. Weiß nicht, wer sonst noch. Natürlich immer wieder mehrere Kunden mit dabei, die mitmachen, Teampartner und so weiter. Auf jeden Fall machen wir das am 12. Ja, ich weiß, es ist Rosenmontag, aber wir sind tatsächlich überhaupt keine Fastnachtsmenschen. Ja, und der Vlog hier wird wahrscheinlich am Sonntag erscheinen. Also heute ist Dienstag, also werdet ihr noch einiges erleben. Morgen zum Beispiel wollen wir uns mit den Köys treffen. Genau, in Saarbrücken. Also werdet ihr auch noch mal was anderes wiedersehen, wobei wir waren ja schon an Weihnachten zum Weihnachtsmarkt in Saarbrücken, aber vielleicht mal wieder noch mal eine andere Facette. Und ja, wie gesagt, wir nehmen euch mit und jetzt geht's erstmal mit meiner Morgenroutine weiter. Was ist denn meine Morgenroutine? Also ich komme erstmal hier hoch an den, also erstmal koche ich mir einen Kaffee. Hier, mein erster Kaffee ist immer morgens hier. Dann komme ich hier an den Schreibtisch und als erstes mache ich mal meinen Diffusor an. Mit unseren Aromaölen. Am liebsten nehme ich Pfefferminz für klare Gedanken. Dann zünde ich meine Kerze an. Dann mische ich quasi diese Karten und diese Karten neu. Das sind so Mindset-Karten. Jeden Tag eine andere Karte. Und reiße hier einmal meinen Dankbarkeitskalender ab. Das ist so die erste Routine, die ich quasi durchführe. Dann mache ich, also irgendwie irritiert mich das mit diesem Fokus. Irgendwas stimmt. Ich glaube, jetzt ist es besser. Harrison guckt mich an. Ja, also ich führe quasi den Miracle Morning von Hal Elrod durch. Was heißt es? Das heißt, die erste Stunde vor 8 Uhr, die dein Leben verändert. Man nennt es die Safers, also das heißt Silence, Affirmation, Visualization, Exercise, Reading. Und fällt mir jetzt das englische Wort nicht dafür ein, aber auf Deutsch gesagt ist es im Prinzip eine Meditation, die man durchführt, Affirmationen, die man macht, man visualisiert, man liest und man macht Sport, also Exercise. Exercise ist für mich immer, ich gehe ja mit Harrison raus, das ist für mich die Exercise. Und man schreibt Dankbarkeitspunkte auf quasi, ne? Oder man widmet sich halt so seinen Sagen. Also man manifestiert eben seine wichtigen Dinge. Und ich mache das halt wie folgt. Moment. Kamera wieder umdrehen. Und zwar, ich habe hier eine YouTube-Liste. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann. Also hier, das hier ist Miracle Morning Meditation, also eine 5 Minuten Miracle Morning Meditation. Hier sind Affirmationen von Bob Baker, die mag ich am liebsten. Ah, was macht er mir jetzt? Von Bob Baker, die mag ich tatsächlich am liebsten. Und hier ist so eine kurze Morning Visualization, also Morgenvisualisierung, ne? Wo man sich einfach eben so seine Ziele und Wünsche und Träume quasi vorstellt. Genau, das sind die 3 Punkte, die ich durchführe. Ihr seht jetzt hier auch offen am Rechner die Affirmation von Bob Baker. Der hat mehrere, deswegen sind oftmals verschiedene, die ich mache. Ja, also gut, Meditation, denke ich, muss ich nicht erklären. Da geht es viel um Atemübungen. Das ist eine geführte Meditation, wo man einfach zuhört. Bei Affirmationen, also dieser Bob Baker liest hier halt positive Affirmationen durch, wo man sich halt drauf konzentriert, macht die Augen zu und hört dazu. Man muss das nicht wiederholen, kann man aber.
Und beim Visualisieren ist einfach so, dass man, also es ist auch eine geführte Visualisierung und man, also ich zeige euch das mal. Dieser Hund ist verrückt, der hier für Stimmen macht. Also generell morgens, wenn ich am Labern bin, das mag er nicht. Er ist ja immer am Jammern. Ja, also auf jeden Fall, also visualisieren heißt... Harrison, was ist los? Also, dass man quasi geführt, also man wird da durchgeführt und stellt sich eben vor, die Ziele und Träume, dass die halt alle schon Realität sind und stellt sich das halt in Form von Bildern vor, weil man sagt einfach, das Gehirn kennt keinen Unterschied zwischen Realität und Vorstellung. Das weiß einfach nur die Bilder, die wir im Kopf haben und die zieht man dann auch quasi magisch an. Genau. So, dann das, also das eine S steht hier für Schreiben, also Dankbarkeitsübungen, die ich aufschreibe, beziehungsweise führe ich ein Mindset-Tagebuch, beziehungsweise im Moment habe ich gerade ein Dankbarkeitstagebuch, zeige es euch mal hier, von Lebenskompass, das führe ich durch. Dann habe ich ein 5-Jahre-Tagebuch, das ist echt interessant, ich bin jetzt im 4. Jahr, das habe ich von, ja, von einer... also von einer bekommen, die ich auf Instagram kennengelernt habe, die Mareike. Also wir kennen uns jetzt tatsächlich auch schon über 4 Jahre und die hat mir das mal geschickt und seitdem mache ich das. Dann habe ich hier das Praxisbuch von The Secret, finde ich mega gut. Dann lese ich gerade dieses Buch, das ist das neueste von The Secret, Liebe, Gesundheit und Geld, die Masterclass, also richtig, richtig gut und führe auch dieses Buch durch, The Magic, also das ist das 28 Tage Dankbarkeitsbuch von The Secret und ich mache da jeden Tag quasi eine Übung draus, genau. Ansonsten, ja, das ist eigentlich so meine Morgenroutine plus, dass ich dann quasi noch mein Live-Video mache bei Social Media, also bei Facebook und bei Instagram und ja, das ist meine Morgenroutine und natürlich mit dem Hund rausgehen, also nur mal kurz angeschnitten. Wenn euch das interessiert, noch mehr über Hal Elrod und die Safers und den Miracle Morning, dann kann ich euch gerne mal dazu vielleicht auch einen Podcast aufnehmen oder so. Genau, aber das ist so meine Morgenroutine. Ach so, bevor ich natürlich hier hochkomme und meine Morgenroutine mache, fängt meine Morgenroutine erstmal unten an. Also ich mache mich erstmal im Bad komplett fertig und dann nehme ich eben so meine ganzen Supplements. Also ich trinke jeden Morgen ein Glas warmes Wasser. Genau, nehme eben dann schon mal die Garcinia, das habe ich euch ja alles erklärt. Dann trinke ich Aloe, definitiv, auf nüchternen Magen, 120 ml, das ist mein Überlebens- oder mein Lebenselixier, nennen wir es was so. Dann trinke ich meinen Shake, das ist auch für mich grundwichtig, meine Routine, die erste Eiweißzufuhr, aber auch das Tryptophan, was in dem Shake enthalten ist, macht einfach gute Laune. Dann nehme ich auf jeden Fall mein AGQ10 und meine Daily Supplements morgens, aber ich nehme 3-mal am Tag meine Daily Supplements, ja. Das ist so die erste Morgenroutine, dann kommt die zweite, dann kommt mit dem Hund rausgehen und ja, so beginnt bei mir ein Morgen. Das Weekly Vlog habe ich mir sagen lassen. Heute ist oder war der Wiegetag für mich und Vermissung. Schau mal kurz die Datei auf, Hammer. Total habe ich verloren. Du hast auch noch nicht gehört. Total 9,6 Kilogramm. An den Zitzen habe ich nochmal 2 cm verloren. Am Brustumfang 2 cm weniger. Am Bizeps hat sich nichts getan. Die Taille minus 2 cm, also der Ranzen wird kleiner. Die Hüfte minus 1 cm, da war beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht so viel Bewegung. Aber war doch auch 1 cm. Aber davor war der Sprung auch nicht gut. Also, wie dem auch sei, Taille ist mir auch relativ so, ne? Ich gehe ja nicht auf die Bühne. Hüfte, Hammer, minus 1, Oberschenkel minus 1 cm. Gut, weiß ich es auch nicht, ne? 1 cm geht. Wade ist gleich geblieben wie beim Bizeps, da hat sich gar nichts getan. Aber vielleicht ist es jetzt auch so der Stand der Dinge, dass sich da einfach nichts mehr tut an der Wade. Und ja, total 9,6 Kilogramm. Jenny hat es ja auch schon vor 2 Tagen, hast du das F1 vorgestellt. Und damit geht das Ganze weiter. Wir müssen dranbleiben. Es läuft ganz gut. Genau, wir bleiben dran an dem ganzen Ding. An der Selbstoptimierung. Klingt auch immer ein bisschen komisch. Aber wir mussten da schon einiges machen und vor allem ändern. Das haben wir jetzt gut angegriffen und sind gut dabei. Nicht schleifen lassen. Das ist halt das Thema Motivation und Disziplin, wo jetzt Disziplin ausschlaggebend ist. Motivation kann ja immer stagnieren, kann hoch sein, wenn man aufsteht, kann sich über den Tag verlieren, über die Woche, über den Monat. Was dich am Ball bleiben lässt, ist die Disziplin, ja, mehr aus dir rausholen zu wollen. Für wen? Ja, für dich selbst. Ich mache es ja nicht für die Jenny oder für
Mike Schwistre oder wie auch immer, ne? Das ist, ja, also es soll ja schon wieder Lebenskomfort zurückkommen, ne? Ich merke es ja auch am Bewegungsapparat, am Rücken, Muskelsehnen, wie auch immer, Bänder, darum geht's, hier wieder mehr Komfort sich rauszuholen. Ansonsten sieht Jenny schon am Gucken, den Großvater kann ich jetzt demnächst abholen, dauert noch ein bisschen, genau, den holen wir noch. Ansonsten ist heute wieder viel zu tun, gestern haben wir auch lange im Meeting gehockt. Heute Nacht habe ich auch lang geschnitten, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das hier mit dem wöchentlichen Vlog hier dann so abtut. Wie viel ich da zu schneiden habe, wie viel Material hängen bleibt. Weil jetzt gehen wir ja auch gar nicht mehr täglich dran. Ich werde klar täglich die Dateien speichern auf dem PC oben. Wir haben die Podcasts. Twitch ist jetzt auch noch ein Thema, was ich endlich umsetzen will. Ich habe da richtig Bock drauf. Noch so viele Games, die ich noch gar nicht gezockt habe. Eigentlich auch Schande hier, Mario Wonder, gar nicht mehr weitergespielt seit dem Release. Jetzt im nächsten Monat kommt ja auch das Mario vs. Donkey Kong raus. Diese Puzzler, dieses Puzzlespiel, also nicht Puzzle, sondern Rätsel. Ich habe da richtig Bock drauf wieder. Und ja, so viel dazu. Twitch is upcoming, Podcast, Weekly Vlog und ja, ciao. Aufgrund von Platzproblemen muss ich hier den Grill nicht aufbauen. Weil hier, das passt einfach nicht. Hier das Kohlrabi-Gemüse, lecker, lecker, lecker. Hier die Grünbeere. Hier kommt die Bratwurst für den Opa. Und auf den Grill mache ich hier die Asian Steak. Zum Beispiel. Bring ich mal was zum Spielen mit? Ja. Komm her, Harrison. Ich weiß halt nicht, ne? So ein Laden, das sind mal Endgegner. Ich kann mich dafür nicht begeistern. Klar, wir sind da alle unterschiedlich, ne? Mal braucht man was, ne? Muss man schnell hin. Für Bürobedarf finde ich ihn ganz praktisch. Ja? Und wahrscheinlich auch der Rest der Damenwelt findet ihn mega praktisch für Dekozwecke. Aber so ist es mir einfach zu viel. Da habe ich keinen Nerv. Keinen Nerv, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist auch immer alles so reizüberflutet. Oder vielleicht bin ich einfach das Problem. Man weiß es nicht. Das hat eine Mini-Gießkanne. Im Keller haben wir eine Mini-Gießkanne. Was hat sie noch in der Hand? Im Keller haben wir eine Mini-Gießkanne, weil wir da Pflanzen überwintert haben, dass wir die gießen, so alle vier Wochen pipapo. Wie trocken sie sind, dann gießt er nach. Das ist jetzt nicht so der Eck da. Aber ich frage mich jetzt echt, für was da jetzt noch eine Mini-Gießkanne. Aber ich werde wahrscheinlich viele Fragen haben, auch wenig Antworten bekommen. So ist das oft. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich das Problem. Ich weiß es noch nicht. So, Leute, es ist wieder Zeit. Zeit für Reisen. So, anders als geplant gibt es jetzt doch einen kurzen Abstecher hier in Zweibrücken. Im Outlet. Was hat die Jenny gesagt? Wir treffen uns vor Lind. Das ist auch ganz aufgeregt. Da sind wir. Das muss man jetzt nicht so unbedingt befürworten. Auf. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ja, die Leute reden mit mir, danke. So, ich rufe jetzt mal Jenny ab, wo die aufs Klo gegangen ist. Harry. Dann. Was ist los? Hast du uns vermisst? Ja, total. Ah, ich habe mich abgehetzt, nur der Arbeit. Abgehetzt. War um 5.03 Uhr daheim, dann haben wir die Klee geholt und dann sind wir losgefahren. Jenny hat gesagt, wir sind um 3:45 hier. Ja. Ich mache mit der Zeitrechnung nichts. Ich bin einfach, ich bin nur Passagier. Ist ja 3 los. Nee. Und jetzt bin ich um 2 losgefahren schon. Ja, aber. Ja. Ich merke gerade, ich habe die Mikros im Auto vergessen. Das ist egal. Ich zurücklaufen. Nee, Deko-Paradies, pink. Ich denk die ganze Zeit pink. Das ist so ein Kaffee, Alter. Wirklich. Pink. Wir gehen doch immer gleich. Guck mal da. Warte mal, ich muss gerade mal mein Video fertig kriegen. Das ist ja Video. FIFA. Da rüber, da ist Klo. Das ist schon heftig. Richtig. Was, hallo? Warum sind Männer so? Du hast Laune, Mann. Ja, ich hab total Laune. Nee, ich hab Kopfweh. Unser Motto für heute Abend ist gute Laune, Leute! Kann der Harrison da reinhocken? Das ist aber der Teil. Will. Jo, ne? Da komm ich eine Rose. Okay.
Deswegen macht der Laden auch zu, weil sie unnötig sind. Nee, wenn der Laden gut wäre, würde er sich halten und würde nicht zumachen. Jo, bei Deko kaufe ich hier jo eh nicht. Also ich merke, vorhin warst du der Schoko-Professor, ne, der Lind-Professor. Jetzt bist du der Deko-Professor. Ja. Wann haben Sie denn Vorlesung? Es ist einfach so. Ja. Geschäfte, die gut laufen, die machen nicht zu. Ein Hund erlaubt. Sicher. Mama. Ich frage mal, ob es das geht. Ich bin fast gut. Bis jetzt kann ich alles vegetarisch essen. Fast. So, ich guck schon mal. Vegetarisch. Bin ich gern. So ja, Weißladen. Ja, genau, aber vegetarisch. Vegetarisch bestellen. Also kostenloses WLAN, Vorspeisen, Hauptgänge, Desserts, vegetarisch, vegan für Kinder. Alle 6 Minuten darf man bestellen. Kostenpunkt 36,50. All you can eat. Specials kosten extra, wenn man das möchte. Dann haben wir hier Amerika. Wir haben jetzt Caesar Salad bestellt. Dann haben wir hier Europe. Oh, wir kriegen schon. Hallo. Das haben wir hier. Ich habe Hühnchen getroffen. Ja, ich auch. Oder was ist das? Entschuldigung. Ja, dann für mich wird es vegetarisch. Was ist denn? Halloumi oder was? Nee, das war glaube ich das andere. Chakalaka-Kern. Halloumi. Was? Milch ist alt. Milch ist alt. Ja, das kann ich mir alle rumstellen. Soll ich auch mal? Was willst du? Semmelknödel. Als nächstes Semmelknödel. Semmelknödel, gehen wir nach Europa, gehen wir nach Österreich. So. Wow. Ich bin nur mal gespannt, wie Ich mache den Anfang und zwar, wir waren im Mason's Taste World in Saarbrücken, ist ja so eine Kette und zum Essen sagen wir mal so, es waren Sachen dabei, die waren gut, es waren Sachen dabei, die waren nicht so toll. Das ist wie so ein Aufsatz von einem Hauptschüler. Ja, und es war von den Punkten her gesehen, Preis-Leistung war es eine 2 von 10. Mehr. Das ist schon mal vernichtendes Urteil. Ich muss dann immer hingehen. Portionen sind mickrig. Nachtisch, dieses Pavlova war sehr gut. Also im ganz gesamten Bild war es eine 3 von 10. Und meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Ich gebe die Kamera und das Mikro weiter. Du bist doch gemacht. Du bist wie ein Roboter. Erstmal, du bist wie ein Roboter. Musst ja, es tut mir leid, aber es ist so. Es hat mich mal, wie hat das Ambiente gefallen? Also die Möbel und so waren sehr schön, ja. Die Location war ansprechend, okay. Ja. Aber trotzdem maximal 4 von 10. Mehr gibt's nicht. War hier früher? Nee, ich bin verkehrt. Vielleicht die 5? Ja, das ist gut. So, Frau Schken. Machen wir die Frage. Ja, da muss ja mal kurz das Kind passen. Ei, dai, de Pritschei. Komm, erzähl mal ein bisschen was aus deiner Jugend. Komm. Aus meiner Jugend? Ja. Du warst immer im Seven übrigens. Ja, ich war viel im Seven. Also eigentlich, meine Diskothekenlaufbahn sah so aus. Freitags, Mama, wir machen jetzt A6 in K-Town City. Aber ja, wir waren im Restaurant. Ja, na. Kann man machen, muss man nicht. Also, mich hat es beim ersten Mal in Laudern schon nicht vom Hocker gerissen. Du den Service. Den Service. Oh. Ja, Service fand ich gut. Ne? Die waren nett, die waren aufmerksam. Ja, kannst du für nicht viel sagen. Ja? Die bringen dir halt dein Essen an den Tisch und das war's halt. Also keine Erlebnisgastronomie bitte. Nee, absolut keine Erlebnisgastronomie. Nee. Okay, Portionen sind wenig, aber auf einer Seite auch gut, wenn es da halt nicht schmeckt. Also, wenn es gericht nicht so gut ist. 4 von 10 verteilt, was sagst du jetzt? Maximal 4 von 10. Maximal? Oh, ich bin bei 2.
Also ich würde da nicht mehr hingehen. Ich wäre sowieso nicht hingegangen, aber na, Familie und so, da macht man mal einen Gefallen sich. Familientreffen. Das ist für dieses Jahr abgehakt. Ein Gefallen getan, check, abgehakt. Eine gute Tat für dieses Jahr. Einmal Erlebnis, was kein Erlebnis ist, ja okay, aber ja, man braucht es nicht normal. Warum habt ihr immer so viele Worte? Ja, warum nicht, ne? Wir erzählen halt gerne viel. Also 4 von 10 maximal, du sagst 2 von 10. Ja, reicht auf jeden Fall. Das war's. Ja, was willst du von mir hören? Toilette gibt's nur eine, also dort wird gegendert. Vorm Klo ist ein Wickeltisch. Nein, es gab für Kurats, es gab für Mumu. Was? So. Echt? Hab ich nicht gesehen. Gegenüber. 2,5. Ah, jetzt? Nee, jetzt gibt's 3. Nee. Mach hier. Ja, also die Location ist schön, aber ich finde blöd, dass es nur ein Tablet gibt für den ganzen Tisch. Ja. Ich fände es besser, wenn es für jeden ein Tablet geben würde, weil man darf alle 6 Minuten nur eine Bestellung tätigen. Also jeder kann sich nur eine Portion aussuchen und alle 6 Minuten eine neue. Und wie alle schon gesagt haben, sind die Portionen sehr klein. Das heißt, ja, man kann natürlich viel probieren, was für mich immer praktisch ist, so kleine Portionen, aber man wird halt irgendwie gefühlt, merkt man nicht, wenn man satt wird. Und es muss, ja, ist da nicht unbedingt für jeden was dabei, für den Wert. Also ich muss sagen, was ich jetzt gegessen habe, war jetzt ehrlich gesagt von den normalen Speisen nichts dabei, was ich so nochmal bestellen würde. Also kann man essen, muss man aber nicht. Und von den Süßspeisen, die waren wirklich sehr gut. Aber ja, ich sag mal so, wir waren jetzt einmal dort und es reicht. Das muss man jetzt nicht nochmal hin. Aber ich würde sagen, man kann es aber mal machen. Das ist halt Erlebnisgastronomie. Also ich würde sagen, 5 von 10, aber nochmal muss nicht sein. So, ich gehe jetzt ganz schnell rein, meine Bewertung. 5. Ich gebe von dem Ganzen 2 von 10. Geschmacklich war die Currywurst top. Currywurst. Ja, die gab es ja auch in kleinen Portionchen. Probierschalen. Der Rest war nix. Süßspeise war in Ordnung. Aber auch wieder, was kriegst du für den Preis? Ja, Preis ist heiß. Dann habe ich noch was falsch verstanden. Und zwar, du kannst deine Gerichte nur alle 6 Minuten bestellen. Aber der Kellner sagte, man kann so viele Getränke bestellen, wie man möchte. Ja, auf einmal. Und ich habe das so interpretiert, auch nach mehrmaligen Nachfragen bei meiner Frau und am restlichen Tisch habe ich gedacht, das ist all. Und habe ja so erstmal 2 Getränke bestellt. Obwohl ich auch noch sagen muss, ein Espresso habe ich nie bekommen. Bestellt. Hast du? Espresso haben wir nie bestellt. Und PS, Preis meiner Meinung nach absolute Frechheit, nicht gerechtfertigt. 1 Punkt minus, nur 3 von 10. Hallo, noch nachträglich was abgezogen. Ambiente war alles schick. Auf jeden Fall hatte Domagoj dann gleich 2 Getränke gehabt, die aber auch natürlich getrunken wurden. Und warum war mal da? Weil Familie Armbrust soll nee, jetzt du ja, weil Familie Köhler, die Familie Armbrust, nee, das Ding ist, das war jetzt Erfahrung, ja, man nee, wächst also ja. Ich wollte das probieren. Ja, weil Jenny Armbrust wollte Familie treffen, deswegen. Also, wir sind ja die Summe unserer Erfahrungen, sagt man ja. Das war jetzt eine Erfahrung und ich bin in der Summe mehr geworden. Aber auch, immerhin konnten wir es verbinden mit dem Pink. Und da haben wir echt Schnäppchen gemacht, ne, Jenny? Yes. Ja, Pink, furchtbarer Laden. Wir waren leider nicht im Zara. Egal, Schnäppchen. Ey, wir waren nicht im Zara. Leute, stimmt mal ab. Das war nicht gut. Wer war dieses? Was für stimmt mal ab? Ich will, dass du da so einen Stimmparameter machst. So, mehr aus dem Auto dann. So, Kids, wir sind zurück von Saarbrücken, aus Saarbrücken, vom Masons Taste the World. Well, ich mache mich jetzt hier der Chronologie halber an den PC. Ich schneide gerade die Kroatien-Vlogs zu Ende. Aber von der Chronologie her muss Hasloch zuerst hochgeladen werden von den Lost Tapes. Weil da quasi der Startschuss war auch für die Kroatien-Reise. Aber zuvor Hasloch, Holiday Park. Wenn ihr diesen Weekly-Vlog hier jetzt seht, ist das Video schon längst online. Jetzt sind wir auch hier in dieser Time-Bubble drin von der viele Leute, die hier Weekly Vlogs schneiden, immer talken oder ja, also Zeitbubble ist da, rein hier in Hasloch, in den Holiday Park und ja, gut, das Fazit zu Masons Taste the World, klar, die Geschmäcker sind immer unterschiedlich, man kann es dem recht machen, ja, es ist wie es ist, es soll hier keiner verurteilt werden. Es ist halt einfach nur nicht unser Ding gewesen. Und ansonsten freue ich mich hier demnächst noch auf mehr Content,
mit der Switch, mit dem Nintendo, weil ich habe hier auch eine Familienmitgliedschaft jetzt organisiert, mit viel geil alten Retro-Content, sprich NES, Super NES, Mega Drive ist glaube ich auch available und Nintendo 64, alles hier in der Mitgliedschaft enthalten. Klar, ich muss ja erst noch ein paar alte Spiele aufholen und nachholen, also Spiele aktuell auf der Switch, aber das ganze alte Zeug, das macht so Bock und Laune und so Druck, dass ich da richtig Bock drauf habe und das hier auch gemeinsam mit euch ein bisschen zocken will. Genau, also so viel dazu. Ich gehe jetzt hier rein in den Vlog. Ich sehe verdammt müde aus, aber ist egal. So ist es manchmal. Ich fange schon an zu lispeln wieder. Ich bin so trocken. Jo, ciao. Good morning in the morning. Heute Donnerstag, viel zu früh. Heute ja wieder Termin für Termin. Harrison, wir haben keine Zeit. Wir müssen Gas geben. Schmuddelig verregnet, schmuddelig eklig, heute ein bisschen quengelig, aber let's go, der Tag gehört uns, Motivation, Disziplin und. Yes, und zack, bumm, Kölezo, was geht? Voll cool. Das Paradies für Harrison. Der dreht gerade voll ab. Globus. Die Frage stellt sich jetzt hier. Nehmen wir so eine Hotdog-Box mit hier für den Super Bowl. Keine Ahnung. Hier haben wir eh brutale Angebote gerade. Eben wurde mir gesagt, Schluri, guck mal aus dem Fenster, mach mal ein Bild. Mach mal gleich ein Video draus. Wow, ist das schön. Guck mal. Sagt nur die Wissenschaft, je mehr lila Blasttöne, umso mehr Verschmutzung in der Atmosphäre. Man weiß es nicht, aber sieht schön aus. Hey Kinders, ich weiß gar nicht, in welchem... Nee, was für ein Tag ist heute im Vlog? Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall war ich vorhin im Kaufland. Und da gab es wieder ganz tolles Mario-Merchandise. Hier eine kleine Stehlampe, Lampe-mäßig. So, leuchtet. LED-mäßig, leuchtet nichts mehr. Leuchtet, jawohl, jawohl. Und dieses Paket muss weg. Das ist auch eine ganz kuriose Story eigentlich. Wieso liegt hier eine Mandarine? So, die Story hinter diesem Paket war, hier ist ein Staubsauger drin. Ich wollte einen kabellosen Staubsauger für Everyday mal kurz drüber bügeln, ne? Drüber saugen. Aber dieser kabellose war dann doch kabelgebunden. Da war ich ein bisschen blöd beim Ausdrehen. Was ist denn jetzt so hinter los? Die zwei jagen sich. Auf alle Fälle, das war im Oktober schon der Fall. Im Oktober. Wo der Artikel zurückgeschickt wurde. Heute kommt der Staubsauger wieder zurück. Die Gutschrift habe ich schon lange erhalten. Ja, dann habe ich bei Amazon angerufen. Über die App selbst konnte sie nichts regeln. Amazon angerufen. Der hat sich auch kaputt gelacht, der Operator. Und der hat jetzt mir jetzt nochmal ein Versandformular zugeschickt, in dem ich den ganzen Kasten hier wieder zurückschicke. Ist das nicht hervorragend? Ist das nicht toll? Und ich merke, die Kamera spinnt schon wieder. So, eigentlich war ich der Idee, hier oben zu putzen, das Obergeschoss, aber jetzt hat die Jenny angefangen, für chinesisch Neujahr zu dekorieren. Chi de long dong chao. Chan. Chi de long dong chan. Wen haben wir denn hier? Das ist aber voll funny dieses Jahr. Rich, 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 darum geht's. Und was haben wir hier hingehängt?